Alltag in der Türkei. Journalisten, Richter, Lehrer, Bürgermeister, Kurden und Gülen-Anhänger. Allein in der vergangenen Woche mehr als 2000 Festnahmen. Präsident Erdogan will die Türkei radikal umbauen, seine Macht ausweiten, Kontrollinstanzen ausschalten. Mit einem Referendum am 16. April. Die, die dazu Nein sagen, rückt der Präsident in die Nähe von Terroristen. Diejenigen, die im Juli die Bomben geworfen haben, sind die heutigen Neinsager. So stürmen Erdogan-Anhänger Nein-Kampagnen in der Türkei und fühlen sich im Recht. Auch die Polizei ist auf Linie, nimmt immer wieder Gegner des Referendums fest. Im Wahlkampf ist in der Türkei vieles möglich und erlaubt. Auch solche Äußerungen des türkischen Innenministers. Wir werden uns um die Vaterlandsverräter in Deutschland kümmern und dafür sorgen, dass sie dort nicht bleiben. Für İsmail Küpeli eine klare Drohung von der türkischen Regierung. Festnahmen, die unbegründet sind, Verhaftungen, die unbegründet sind, viele Formen von politischer Repression, die ganz offensichtlich unrechtmäßig sind, das ist für die Türkei inzwischen typisch. Aber dass man auch politische Gegner selbst hier in Deutschland nicht mehr in Ruhe lassen will, das ist neu. Gegen Erdogans Präsidialsystem zu werben, den Mitgliedern der Nein-Initiative in Hessen, war von Anfang an klar, dass das auch in Deutschland gefährlich werden könnte. Wer Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Demokratie für wichtig hält, kann nur Nein sagen. Ein starkes Nein zu Erdogans Vorhaben. Nurvet Öztürk und Turgut Yüksel haben die Nein-Initiative Hessen begründet. Sie werden persönlich bedroht, meist anonym. Dahinter stecken türkische Nationalisten, sagen sie. Mit Erdogan-Anhängern ist es schwer, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Darf ich Ihnen einen Flyer geben, warum wir Nein sagen wollen? Sie dürfen auch Ja sagen, aber wir wollen Nein sagen. Ja, ich will nur wissen, warum, warum? Wir sind für Erdogan und wir werden mit Ja stimmen. Da können Sie nichts machen. Und sie merken, dass die Propaganda des türkischen Präsidenten wirkt. Ihr seid Verräter, ihr solltet euch schämen. Erdogan ist ein großer Mann. Was machen Sie hier? Sie schaden der Türkei. Und dann filmt der Mann Nurvet Öztürk und kündigt an, das in den sozialen Medien zu verbreiten. Wenn die PKK Nein sagt, Gülen-Anhänger Nein sagen, dann sagen wir erst recht Ja. Wer redet denn von PKK? Ich spreche nicht von der PKK. Israel, England, Frankreich, Deutschland, Amerika, alle versuchen seit Jahren, die Türkei klein zu machen. Und Sie machen mit. Nurvet Öztürk kann diese Vorwürfe nicht verstehen. Sie ist selbst Türkin und will verhindern, dass ihre Landsleute ihre demokratischen Grundrechte verlieren. Sie und ihr Mitstreiter Turgut Yüksel werden in der Erdogan-nahen Zeitung Sabah als Vaterlandsverräter bezeichnet. Ein gefährlicher Vorwurf. Das kann natürlich bedeuten, dass dann der ein oder andere meint, um mein Land schützen zu müssen, habe ich auch dann das Recht, diese Person mundtot zu machen. Und das kann alle Facetten haben, die man sich vorstellen kann. Die deutsche Ausgabe von Sabah hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Kein Interview für Frontal 21. Das war das Titelblatt am vergangenen Donnerstag. Ihr kämpft umsonst. Eure Macht reicht nicht, um die Türkei aufzuhalten. Wie die Türkei gerade mit vermeintlichen Regierungsgegnern umgeht, musste Cemal Çiçek erfahren. Der Kurde lebt seit fast 30 Jahren mit seiner Familie in München und wollte am 11. März seine kranke Mutter in der Türkei besuchen. Doch in der Warteschlange in Istanbul endete seine Reise. Er wurde von zwei Polizisten abgeführt. Sie haben ja gesagt, nee, wir dürfen Ihnen nichts sagen. Wir haben eben diesen Befehl, Sie werden hier übernachten müssen und Sie werden gleich dann nach Deutschland geschickt. Warum gerade er abgeführt wurde, weiß Cemal Çiçek bis heute nicht. Auffällig ist, dass er noch vor der Passkontrolle festgenommen wurde. Er musste eine Nacht mit 7 Männern in einer fensterlosen Zelle verbringen. Handy konfisziert, Kontakt nach außen verboten. Besonders politisch sei er nicht, sagt Çiçek. Ich werde willkürlich, weil ich Kurde bin, weil ich Alevite bin, weil ich nicht so ein radikaler Muslime bin, weil ich nicht Erdogan wähle. Ich habe nur eine Dokumente, da steht ja, aus Sicherheitsgründen dürfte ich ins Land nicht einreisen. Wieso sollen das? Er ist in den Urlaub geflogen und darf nicht weiterreisen. Das ist einfach willkürlich alles. Also. Was den Çiçeks passiert ist, sei gezielte Schikane gegen Kurden. Davon ist die kurdische Gemeinde in Deutschland überzeugt. Die Fälle häuften sich.
Es ist eine Türkei, die sich meilenweit vom Rechtsstaat entfernt. Und ein Präsident, der im Wahlkampf unerhörte Vergleiche zieht. Merkel, du benutzt Nazi-Methoden gegen meine türkischen Geschwister in Deutschland. Und Erdogans Presse macht mit. Dabei ist es die Türkei, die unter dem Präsidenten faschistisch-islamistische Züge zeigt. Erdogan mit dem offiziellen Gruß der islamistischen Muslimbruderschaft. Vor kurzem bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hamburg der türkische Wirtschaftsminister mit dem Gruß der türkischen Faschisten, der Grauen Wölfe. Genauso wie der türkische Ministerpräsident, der im Parlament die Nationalisten feiert. Meine nationalistischen Freunde haben mein Vaterland und mein Volk zuerst gesagt. Und so haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Wie könnten wir das vergessen? Der gemeinsame Weg sieht so aus. Viele Kurdengebiete werden seit Juli 2015 systematisch zerstört. Was aussieht wie Kriegsgebiete in Syrien, sind Städte im Südosten der Türkei. Wie Cizre, Silopi, Şırnak, Nusaybin. Von mindestens 355.000 Vertriebenen sprechen die Vereinten Nationen in ihrem aktuellen Bericht. Es gebe massive Zerstörung, schwerwiegende Rechtsverletzungen. In der türkischen Presse wird nicht darüber berichtet. Wer sollte darüber berichten? Sollten die Korrespondenten berichten? Die können einmal darüber berichten, beim zweiten Mal sind sie außerhalb der Türkei. Oder ausgewiesen heißt das. Oder wenn es wie beim Fall Yücel ist, ist er im Knast. Diese Bilder aus den Kurdengebieten verbreiten die Grauen Wölfe über die sozialen Medien selbst. Menschenrechtsverletzungen. Wie auch in diesem Handyvideo. Experten halten diese Aufnahmen für authentisch. Männer in der Uniform türkischer Soldaten richten zwei kurdische Kämpferinnen hin. Tamam, okay, das reicht, sagt der Soldat und geht. Also bei jedem Krieg gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei werden die Grauen Wölfe eingesetzt. In paramilitärischen Einheiten als die Einheiten, die Terror und Schrecken verbreiten in diesen Gebieten. Was sagt das über eine Regierung aus, die das unterstützt? Das sagt sehr, sehr viel darüber aus, dass die Regierung bereit ist, solche Kräfte agieren zu lassen, auch bereit ist, einen Teil der eigenen Bevölkerung quasi zu opfern. Vor allem die Kurden sind Opfer der nationalistischen Politik Erdogans. Mehr als 30.000 demonstrierten am Samstag in Frankfurt am Main für ein Nein beim Referendum in der Türkei. Fahnen mit Bildern des PKK-Führers Öcalan hatte der Bundesinnenminister kurz vorher verboten. Viele halten sich nicht daran. Die Polizei filmt, greift aber nicht ein. Für Erdogans Partei AKP der Beleg dafür, dass Deutschland Terroristen unterstützt. Es gehört sich in einem Rechtsstaat, nicht, dass eine Terrororganisation hier nach Belieben agieren kann. Für sie ist Erdogan der Terrorist. Nein zur Diktatur. Nein zum Faschismus. Erdogan will Demokratie, Menschenrechte, Presse und Meinungsfreiheit verbieten. Um all das zu verhindern, müssen die Menschen dazu Nein sagen. Wenn Erdogan weg ist, sind alle friedlich. Wir haben ja nichts gegen Türken. Türken und Kurden sind eigentlich als Brüder. Doch Präsident Erdogan hat es geschafft, seinen Kampf um die absolute Macht nach Deutschland auf die Straßen zu tragen.